Herr Marc Görschen. Herr Görschen, die Antwort. Merci, Herr Präsident. Heute diskutieren wir über eine kleine Änderung am Gesetz rund um Tierwächter für eine Tabelle zu erleichtern. Berufsgruppe vom Huissier de Justiz wird der Gesetz die Aufgabe für Richterentscheidungen durchzusetzen und offiziell Akten zu produzieren. Die Leute am Land verbannen die Aufgabe vom Tierwächter auch für allem dem vom Geldantreiber. Das ist die Aufgabe, die bei den Leuten am Land wohl die bekanntesten ist, wenn Tierwächter für unter dir stehen, anschalt für Geld sichern zu kommen. Wir Piraten haben erfroren, ganz kritisch, ob lo an einer Krisenzeit nach sollen Tierwächterin rausgehen bei Bürger, die aktuell vielleicht selber kein Salär kriegen und noch sonst finanzielle Probleme haben während der Krise. Gönne zu schwätzen von den solchen Independenten, wo lo an der aktuellen Krise um ihre Privatexistenz fährten, weil die aktuell helfen einfach nicht durchgehen oder sie gar keine Hilfe kriegen. Wieso nicht für kleine Schulden do ein Toleranz gehen während der aktuellen Situation? Für das kein von den Betroffenen nach mehr in den finanziellen Druck gerät. Am Text vom Gesetzesprojekt haben wir Piraten kein weiteres Problem, für den Tierwächter auf den Punkt entgegenzukommen, wann die Qualität vom Service stimmt. Und da kommen wir auf den Punkt, wo etwa einzelne Probleme gibt. Das ist so, dass vierkant, dass vereinzelt Tierwächter auf Fell beim Antreiben von Geld sich wie Rambo behöhlen. Viele Leute sind an diesen Fällen dramatisiert, über das behöhlen, wenn Tierwächter direkt zu Pullmann an ihr Wohnung andringen. Und do alles auf den Kopf gehauen, für etwas zu fangen, was sie zu Geld können machen. Oft geschieht dadurch für kleine Rechnungen. Wenn dann an diesen Fällen auch ein Tierwächter einem Tier anschlägt, dann ist das für die Leute eine dramatische Situation, die nicht einfach zu verkraften ist. Psychologisch stufen so Aktionen ähnlich wie ein Abo oder Überfall an. Wir leben in einem Reststaat, da das richtige Stoff ist, der worin dir wirst, dann nicht alles. Gute konkrete Beispiele für das, was der Heil behaupt, Herr Görschen. Madame Tasser, auf den Punkt kommen die Journalisten, wir können aber gerne, oder wäre noch besser, wenn das Minister gegen eine Plattform schaffen, wo die Leute Kinder die Beschwerden geben. Da kommen nicht noch, da redet drauf hin. Das Problem ist, dass leider Leute nicht wissen, wo sie reklamieren können. Wie der Präsident es schon vorgestellt hat, betont hat, die Bürger muss weiterhin an seine Institutionen vertrauen können. Darin fällt dann auch die Justiz. Dafür sind wir Piraten klar, dass so ein Handel für so Menschen, die wir da keine Toleranz machen dürfen. Ich hatte den Punkt auch an der Kommission angeschaut und da gaben es dann noch gleich drei verschiedene Meinungen, wo ihn an so einem Fall vorzugehen hat. Am Gesetz steht, dass der Prokureur d'État Planten und Bezirksgericht weiterlädt. Dafür will ich kurz, Herr Präsident, heute erklären, sind wir ganz ehrlich, wie eine Person, die dann selber nicht am Justizsystem sind, können sich mit dem Gesetz an den Prozeduren aus. Wie ich gestern an der Justizkommission gefragt habe, wo den geschädigten Bürger sich dann beschweren kann, wurde ich direkt ein paar Wege gesagt, mit keinem einzelnen Urlaubsstelle, wo dann nur der Bürger sich einfach beschweren kann. Die Schlechtesten, die dabei abgekommen ist, war wohl der Präsident von der Chambre des Huissiers de Justiz zu schreiben, weil die ist wohl an dem Fall gar nicht unabhängig, aber ihr seht, dass nicht der Präsident oder Mitglieder aus dem Komitee selber betroffen sind. Wenn in Situation Heinz da guckt, wo Personen an einer Situation von Misere geheilt sind, wenn es einer unbezahlten Rechnung für Pubellen, Strom, Gas und dann auch beim Antreiben von der Schuld nicht gerade frei behandelt gehen, da fährt er den nicht Vertrauen an die Institutionen. An den meisten Fällen betrifft das Bürger, die juristisch wehren nicht kennen und auch nicht wissen, wie ein offizieller Brief absetzt, es sind die Vulnerable, die sich selber in so Situationen nicht helfen können. Eigentlich wollten wir heute eine Motion deposieren, mit wir respektieren den Etat der Krise. Dafür werden wir mit unserer Motion, dass nach dieser Legislatur ein zentraler Urlaubsstelle für Bürger abgestellt soll gehen, am besten ob digital über Gische erlauben. Wo die Bürger können übersichtlich und einfach erklärt gucken gehen, wo ihn sich zum Beispiel beschweren kann, wenn ein Tierwächter sich dann nicht behalten hat. Wenn ich den Ombudsmann greift oder wenn ich es Sinn möchte, sich noch für kurze Zeit zu holen. Wir brauchen hier am Land einen mehr einfachen Access und Justizinstitutionen mit einer zentralen Urlaubsstelle. Einfach und ohne zu viel Aufwand für die Bürger.
Als Piraten hoffen wir da auf soziale Unterstützung von der Majorität, für das auch als ärmste Bürger Vertrauen und Institutionen können kriegen. Kommt mir gehen also ruck als schützen die Leute, die als Hölle verbrauchen, ersetzen sind am Idee von der Misere. Merci, Herr Görschen. Die Regierung hat Wort. Justizministerin, Madame Sam Tanson. Madame Tanson, die hat Wort.